gewisse Werte, die wir uns für uns festgelegt haben, sich in unseren Gesetzen widerspiegeln und dass diese Gesetze für uns als mehr oder weniger universal angenommen werden. Und dass wir im Moment Teil eines Prozesses sind, wo wir ausnutzen, dass wir diese für universal angenommenen Werte an anderen Orten so nicht durchgesetzt werden und ausnutzen, dass andere Leute das nicht genießen können, dass dort eine Regierung diese von uns universell angenommenen Werte durchsetzt. Aber bevor ich darauf komme, warum das uns dazu führt, warum wir Fairtrade-Produkte hier bevorzugen sollten auf unserem Markt, möchte ich ein bisschen ausholen über internationalen Handel reden. Warum handeln wir überhaupt? Warum lassen wir unsere Kleidung in China nähen oder in Indien oder wo auch immer? Warum machen wir das? Dafür gibt es viele Gründe. Einer der Gründe ist, dass zum Beispiel manche Produkte nur lokal wachsen. Man kann nicht alles in Deutschland anbauen, manche Sachen muss man exportieren. Okay. Es gibt auch den Grund, dass in manchen Ländern einfach insgesamt das Lohnniveau niedriger ist, auch alles günstiger ist. Das heißt, man muss denen dort weniger Geld bezahlen, damit man das Gleiche davon kaufen kann. Man selber hat aber dadurch einen Profit gemacht, weil man weniger bezahlen muss und damit beide Seiten etwas gewonnen haben. Das Problem ist aber, dass einer der Gründe, warum wir an dieser Stelle auch Geld sparen, ist, dass in vielen von diesen Ländern gewisse Arbeitsbedingungen nicht eingehalten werden. Gewisse Dinge, die in Deutschland als fair gelten, gewisse Dinge, die in Deutschland einfach so als normal angenommen werden und die jeder erwarten würde, werden dort nicht eingehalten. Sowas wie, dass man Leute länger arbeiten lässt, sowas wie, dass man Leute ausnutzt, dass man sie schlecht unterbringt, dass man ihnen schlechtes Essen gibt und so weiter und so fort. Dass die medizinische Versorgung in manchen chinesischen Fabriken zum Beispiel schlecht ist und so weiter und so fort. Weil diese Sachen mehr Kosten verursachen. Weil diese Sachen Kosten verursachen würden für den Arbeitgeber, die kann er drücken, weil er in diesem anderen Land ist, wo es diese Rechte nicht gibt. Und das ist einer der Gründe, warum internationaler Handel an dieser Stelle eben profitabel ist. Und wir denken, dass dieser eine Grund besonders schlecht ist und wir diesen einen Grund aus der Welt schaffen sollten. Das zweite ist, dass wir eben denken, dass gewisse Anteile unserer Gesetze eine gewisse universelle Werte anspricht. Da haben wir auch wieder so zwei Gründe, warum wir gewisse Rechte haben, oder drei Gründe, warum wir gewisse Rechte haben. Erstens, weil wir denken, dass sie einfach richtig sind. Weil wir denken, dass sie für alle Menschen gelten sollten. Das zweite ist, weil sie durchsetzbar sind. Manche Sachen halten wir zwar für vernünftig, sind aber nicht durchsetzbar, deswegen haben wir da keine Gesetze zu. Und das dritte ist, es gibt so ein paar lokale Eigenheiten. Manche Gesetze, die nur in Deutschland Sinn machen. Ein gewisser arbiträrer Mindestlohn macht nur in Kombination mit einem bestimmten Wirtschaftslevel Sinn, aber nicht mit einem anderen. Aber es gibt Dinge, die wir für universell halten. Und das ist zum Beispiel, wie Menschen miteinander umgehen dürfen und was sie auch nicht machen dürfen. Wie viel medizinische Versorgung gewisse Arbeiter haben sollten und wie viel der Arbeitgeber dort leisten muss, um zum Beispiel hier sowas wie eine Krankenversicherung zu bezahlen oder eben gewisse Pausen zu gewährleisten, gewisse Möglichkeiten für die zu haben, die in Deutschland Arbeitgeber eben Geld kostet. Beschäftigte in Deutschland sind nicht nur, weil man mehr bezahlen muss, sondern auch, weil man für gewisse andere Sachen sorgen muss. Toll. Und wir denken, dass es hier eben falsch ist, wenn wir für uns sagen, dass dieser Teil der Rechte aus einem universellen Teil kommt. Das sind Rechte, die Menschen haben, weil sie Menschen sind. Und wir haben uns als westliche demokratische Gesellschaft darauf geeinigt, dass diese Werte daran geknüpft sind, dass es Menschen sind, die eine gewisse Würde haben. Dann sollten wir das auch übertragen darauf, wie wir andere Leute behandeln und sollten nicht ein unmoralisches Handeln hier outsourcen in diese anderen Länder und das in diesen anderen Ländern machen. Was fordern wir genau? Was wir heute fordern von der eröffnenden Regierung, ist, dass wir Produkte, die nicht einen fairen Handels- und Herstellungsprozess durchlaufen sind, höher besteuern. Wie viel höher und was für Produkte? Oder wie genau wollen wir es überprüfen? Wir wollen das so viel höher machen, dass sie mit vergleichbaren, nicht fair hergestellten und gehandelten Produkten einen Wettbewerbsnachteil haben. Das bedeutet, faire Produkte sollen durch diese Steuern günstiger sein als vergleichbare, nicht faire Produkte in diesem Einheitssozialkapital. Und dann, wie wollen wir das durchsetzen? Wir wollen eben eine Dokumentation des Arbeits- und Handelsprozesses haben, also eine Dokumentation, die man einsehen kann, die man kontrollieren kann und unangekündigte Audits in diesen Produktionsstätten, in Produktionsketten, um das überprüfen zu können. Wir denken, das ist in der Wirtschaft insgesamt bei Unternehmen, die zum Beispiel Fairtrade im Moment schon machen, ist das schon so. Im Moment ist aber Fairtrade über NGOs ausgelagert, die irgendwelche Siegel vergeben. Das wollen wir so ähnlich wie das Bio-Siegel auf die EU verlagern. Also dass die EU hier als gemeinsamer Handelsraum Sachen, die in die EU reingehen und eben die EU-Arbeitsrichtlinien, wo die EU ja weitreichende Kompetenzen hat, nicht an dieser Stelle gerecht werden, dass die davon betroffen sind und dass die an dieser Stelle also teurer werden. Warum denken wir, dass diese Steuern an der Stelle das richtige Werkzeug sind? Warum denken wir, dass die Steuern an der Stelle gut sind? Was gibt dir das Recht,
armen Leuten in dritten Weltländern zu sagen, dass sie lieber hungern sollen, als 15 Stunden am Tag zu grausamen Bedingungen zu arbeiten, wenn sie das doch freiwillig machen. Schon wieder haben wir irgendwie eine falsche Auswahl. Entweder sie hungern oder wir behandeln sie total schlecht. Das, was wir machen an dieser Stelle, ist eben, dass wir die Firmen dazu verpflichten, dass wenn sie einen größeren Profit haben wollen, dadurch, dass sie die günstigsten Produkte auf dem Markt haben, sie dafür sorgen sollen, dass diese Unternehmen eben auf die Arbeitsbedingungen achten. Wir denken nicht, dass das dazu führt, dass die Arbeits... das ist ein Punkt, den ich jetzt vorwegnehme. Wir denken nicht, dass dadurch die Arbeitsplätze extrem zurückgehen, weil es eben andere Vorteile gibt, wie ich in meiner Analyse ja klar gemacht habe. Dass in China eben nicht der einzige Vorteil ist, dass sie ihre Leute extrem schlecht behandeln, sondern auch, weil die dort mit weniger Geld mehr anstellen können und wir deswegen weniger Geld bezahlen können. Das ist nicht Teil davon, das ist trotzdem fair behandelt, wenn man denen dort 5 oder 3 Euro pro Stunde gibt, dann können sie sich mehr kaufen, als ich hier jemand für 8 Euro kaufen kann. Und damit sagen wir, es ist immer noch ein Vorteil, Arbeitsplätze nicht drastisch zu gehen. Warum also diese Steuer? Wir denken, dass es einen riesigen Backlash geben würde, wenn wir Leuten einfach ihre Produkte plötzlich wegnehmen würden, von hier auf jetzt sagen würden, weil ihr das nicht nachgewiesen habt, dass euer Arbeitsprozess komplett fair ist, gibt es kein Milka mehr oder so. Sondern wir wollen eben, dass die Leute hier noch die Wahlmöglichkeit haben, aber eben, wenn sie sich rational entscheiden, sich für das faire Produkt entscheiden. Weil ich dachte, warum können wir das für die Leute sozusagen vorweg entscheiden? Da gibt es 2 Probleme. Erstens denken wir, dass viele Leute das machen würden, wenn sie sich der Sachen, die sie kaufen, komplett bewusst sind. Aber das siehst du nicht. Du hast nicht irgendwie diese komplette Dokumentation eines unfairen Prozesses an der Stelle. Du siehst nicht, wie Leute schlecht behandelt werden, wenn du die Schokolade kaufst, wie Leute auf der Plantage irgendwie schlecht behandelt werden. Das siehst du alles nicht. Deswegen denken wir, dass man da eine eingeschränkte Entscheidung treffen kann, wo wir den Leuten helfen können. Das andere ist, dass man so eine Art Collective Action Problem hat. Dass die Leute also nicht entscheiden können, weil, wenn sie es als Einziger machen, sie nicht tatsächlich etwas ändern. Und man als Kunde immer alleine ist, wenn man vor der Theke steht und wenn man vor der Schokolade steht. Deswegen diese Entscheidung nicht treffen. Und deswegen für all diese Gründe denken wir, dass es sinnvoll ist, das hier einzuführen, damit diese Leute dort auch die Rechte, die wir als universal betrachten, leben können und genießen können. Und über weitere positive Effekte wird dann. Yeah.